Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Don't Knock Twice auf der, na nicht auf der Suche, bei der Jagd nach dem Baba Yaga, der Baba Yaga, wie auch immer. Ich habe ein bisschen im Internet rumgeschaut, die Legende gibt es wirklich, aber es ist immer mal wieder von verschiedenen Sachen die Rede, wie zum Beispiel einer Hexe, einem Dämon, wie auch hier im Spiel, oder einer, naja, wie es da jetzt stand, einer Waldfrau. Ich, naja, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen, was hier jetzt noch kommt. In der letzten Folge hatten wir gesehen, wie das Viech da so um die Ecke gehuscht ist. Moment, hier waren wir doch schon mal. Oder? Oh, Alter. Was geschieht mit mir? Die Puppe in der Küche. Sie brennt. Ja, okay. Wo? Wo war denn die Küche? Waren wir schon in der Küche? Ah, diese Türen, ne? Das ist keine Küche. Da ging es nach draußen. Was war das denn? Oh. Oh, gar. Achso, so, gar nichts. Gut, von da kommen wir so. Wollen wir doch mal die Küche suchen. Nein. Das ist keine Küche. Das ist ein Wandregal. Das haben wir schon gelesen, glaube ich. Ein Schmetterling. Was macht er hier? Oh! Das sieht doch nach. Das sieht doch nach einer Küche aus. Soweit, so gut. Nein, die wird komplett zugemacht. Ha! Ja, klar. Alter. Hä? Huch! Was habe ich jetzt gemacht? Ey. Gut. Lesen. Es gab eine junge Frau, die von allen anderen Menschen aus ihrem Dorf schikaniert und gestichelt wurde. Sie war stets einsam, aber sehnte sich, Mutter zu sein und für ein Kind zu sorgen. Mit dem Alter zog sie sich aus der Gesellschaft zurück. Kinder des Dorfes nutzten ihr Wissen über das Verlangen der Frau aus. Sie klopften an ihre Tür und liefen weg. Man sagt, es trieb sie allmählich in den Wahnsinn. In Irrsinn und Not traf sie ein Abkommen mit dem Dämon Baba Yaga. Ihr sollte der Kinderwunsch gewährt sein, musste aber der Baba Yaga fortan dienen und ihr menschliche Kinder als Opfer darbieten. Die Dorfkinder, die sie so gequält haben, sollten ihre Rache spüren. Sie legte einen Fluch auf ihre Tür, sodass jedes an diese Tür klopfende Kind zur Beute von Baba Yaga wurde. Macht es hier jetzt nicht unbedingt besser. Oktober 2016. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist schon. Nö. Was? Ja, geil. Was ist das denn? Ach, das ist die Puppe. Okay.
Diese Axt hat es drauf. Okay. Ah, warte mal. Keine Ahnung. Ist mir zu kompliziert. Wie kriege ich den denn? Kann ich den? Nee, ich kann gar nichts machen. Du kannst mit der Axt verschlossene Türen öffnen, indem du die Türgriffe abschlägst, okay? Achso. Ha! Und was bringt das? Achso. Ja, gar nichts. Gut. Eine Ratte? Eine Ratte. Ist das so eine gute Idee jetzt mit der... Also... Das ist das Gasventil? Die... Hauptleitung? Alter. Okay. Ist schon schwierig, so eine... Alter. Und was kann ich damit jetzt machen? Huch! Kack mir gleich in die Hose. Okay, ich muss also hierher, ja? Ey, ich hab grad. Ist das richtig? Ja, ich kann ja. Oh, Alter! Danke auch. Boah, Leute, ey. Also können wir jetzt theoretisch überall rein, ja? Wobei ich sagen muss, hier waren wir schon. Hier gefällt es mir nicht. Ach so, von da kommen wir. Oh. Alter. Was zur Hölle? Wer spielt denn hier? Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Greifen. Zielen. So. The right note at the key to find the spirit of the servant. Achso. Vordere Seite, Jess und Baby Chloe, gute Zeit. Rückseite, die richtige Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Der Geist des Dieners. Notiz hilft dir, den Geist des Dieners zu finden. Okay.
Nein, nein, werfen. So. Was ist das? Achso, das war. Achso, das haben wir schon. Hä? Ja, und kann man hier jetzt. Warum steht da jetzt lesen? Ah, oh, nu? Was ist das? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht, Alter. Oh, ich will das nicht. Ich will das nicht. Warte mal, wo war denn? Wo war denn? Hier war das, ne? Das Zimmer, wo wir diese Folge gestartet sind. Hier war doch noch ein Schloss. Jetzt ist halt die Frage. Verstehe ich nicht. Doch hier war richtig, ne? Ey, ich komme mit diesem Haus nicht klar. War oben noch irgendwas? Oben waren wir, glaube ich, kaum irgendwo drin. Aha. Was stimmt denn nicht mit diesem Spiel? Ich dachte, die gehen kaputt, wenn man die wegwirft. Geh doch. The secret to air. So, Rückdampfen. Ja, das wissen wir ja schon, aber. Na gut. Was ist. Was zur. Irgendwas machen oder? Ach so, man kann. Nee, kann man nicht. Was ist das? Warte mal. Wisst ihr, wie sich das anhört? In Tomb Raider 1 gab es doch diesen alten Diener in der Villa. Und wenn der mit diesem Tablett T rumgelaufen ist, das hat genauso geklappert. Weiß ich nicht, vielleicht kann sich da ja irgendjemand dran erinnern. Was ist dieses für ein Zimmer? Waren wir hier schon? Schon?
Eine Axt. Ein Safe mit vier Zahlen. Ein Safe mit vier Zahlen. Was ist das? In Geschichten über Baba Yaga wird oft der Fluch des Dieners erwähnt. Der Träger der Halskette soll dem Willen des Teufels gehörig sein. Die Kräfte der bösen Hexe sind auf der Erde begrenzt. Sie benötigt einen menschlichen Diener oder eine verfluchte Seele, um ihren Willen auszutragen. Man glaubt, der Diener kann sich nur durch den eigenen Tod befreien. Es sei denn, ein anderer Mensch kann überlistet werden, seinen Platz als Diener einzunehmen, indem er etwas wahrlich Böses tut. Nein. Was ist das denn? Ha, ja, alles klar. Finde ich jetzt gar nicht mal so cool. Finde ich echt beschissen. Okay. Oh, ich hätte jetzt echt gedacht, wir können da durch. Oh. Egal, wir brauchen vier Zahlen. Schade. Vier kleine Zahlen. Hier waren. Ich hasse mein Leben. La 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 la. La 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 la. So war lesen, ne? Aber wo. Nein, so. Wo bekommen wir die Zahlen her? Falsch. Oh, scheiße. Nein! So. Irgendwo muss es ja. Zahlen geben. Waren wir auch schon? Das ist das Zimmer von Chloe. Kann der nicht einfach mal anzeigen, was man schon gelesen hat. Das haben wir alles schon gelesen. Le Foto. Hier waren wir auch schon. Und tschüss. Ist jetzt aber auch nicht was an. Das sind vier. Nee. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was einen in diesem. In diesem Schränkchen erwarten könnte. So, hier ist was. Auch nicht. Ja gut. Ja gut. Hallo? Jetzt weiß ich natürlich. Die Puppe, das.
Ernsthaft, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Falsche Taste. Das war der Raum. Ne, warte mal, hier war der Safe, ne? Ne, hier war das Bad. Oh. Entschuldigung. Was passiert denn, wenn wir die Wanne leer räumen? Ist da noch was? Ich kann es beim besten Willen nicht erkennen. Warte mal, da liegt noch. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Das haben wir schon gelesen. Greifen. Achso, das können wir gar nicht lesen. Na gut. Dann würde ich sagen. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis dann. Ciao.